Yo Leute und willkommen zu diesem Video. Ja, in diesem Video kommt das letzte Tuning-Update diesen Jahres im Jahr 2017 von meinem Auto. Also ich sag's schon mal voran, nehmt euch bitte viel Zeit. In diesem Video ist das ausführlichste Video von allen und auch das abschließende Saisonende. Deshalb mache ich nochmal extra ein Video, was ich dieses Jahr alles verändert habe, liebe Freunde. Also, ihr wisst ja, ich bin 18 Jahre alt. Das ist mein allererstes Auto. Das habe ich ungefähr vor einem Jahr gekauft. Heute ist der 6. November 2017 und vor einem Jahr circa habe ich mir das Teil gekauft und in 11 Monaten jetzt das ein oder andere verändert, und das werde ich ausführlich in diesem Video mit Preisen, Daten, Fakten, alles euch vorstellen, so als abschließendes Saisonende, weil ich ziehe jetzt gleich auch die Winterreifen drauf, wird ja auch langsam Zeit im November, und dann war es das für dieses Jahr. Also, liebe Freunde, mein allererstes Auto, ihr wisst, ein Mercedes-Benz C200 Coupé, Baujahr 2012. Und wir fangen direkt mal am Heck an, würde ich sagen. Wir gehen einmal um das Auto dann rum. Also, was habe ich hier verändert? Ihr seht, so sieht kein C180, C200, 250, 350 oder wie auch immer aus. So sieht nur der C63 aus. Ich habe das Heck komplett auf C63 umgebaut. So, wir fangen an mit der Auspuffanlage. Das ist eine Ultrasport Auspuffanlage. Die hat ungefähr 600 bis 650 Euro gekostet. Ist eine Duplex-Anlage. Nur halt beiden Endschalldämpfer. Komplett Edelstahl. Wie gesagt, 600, 650 Euro. Dazu natürlich der passende AMG-Diffusor. Sonst passen die ganzen Rohre ja da gar nicht rein, liebe Freunde. Der hat nochmal um die 200 Euro gekostet. Einbau von Mercedes-Benz hat nochmal um die 200 Euro gekostet. So, dann hier oben den Spoiler in Carbon-Optik, also ist kein echt Carbon. Der hat nochmal 170 Euro circa gekostet. Dann habe ich hier das Mercedes-Logo nochmal mit der Sprühfolie schwarz foliert. Die Sprühfolie, so eine Dose 400 ml, kostet nochmal 15 Euro circa. Und das Kennzeichen habe ich jetzt rahmenlos mit Klett. Das hat auch 15 Euro, hat der Klett gekostet. Das AMG-Logo, ja, das will ich dann demnächst entfernen. Das hat nochmal 10, 12 Euro gekostet. Aber das ist ja nichts Besonderes. So, das war es schon mal am Heck, liebe Freunde. Wir gehen mal hier rum. So, jetzt seht ihr das Auto von der Seite. Sieht natürlich auch schon ein bisschen anders aus. Ich habe zum einen die Seitenscheiben getönt, Heck noch nicht, wollte ich eigentlich machen, aber das ist das Problem mit der dritten Bremsleuchte, die darf laut TÜV nicht verdeckt werden, aber da müsste ich außen rum schneiden. Das war mir noch zu kompliziert, weil ich ja das meiste davon selbst mache. Also nur die Scheiben erstmal getönt. Hier habe ich ja meine ganzen Unterlagen, liebe Freunde. Die ganzen Blätter und Seiten von meinen Veränderungen. Ja, dann den Edition 507 Seitenstreifen. Die haben, muss ich mir zweimal bestellen, insgesamt 65 Euro gekostet. Die Tönung hat 10 Euro gekostet. Einfach eine ganz normale Folie. So, dann ihr seht, habe ich die AMG-Felgen immer noch drauf und tiefer gelegt ist er. Ich habe H- und R-Tieferlegungsfedern verbaut. Diese haben ca. 200 Euro gekostet. Verbauen hat nochmal, das habe ich nicht selbst gemacht, das hat noch einmal, ich glaube, um die Jahr 150 Euro gekostet. Geh noch einmal ums Auto rum, lieber Kameramann. Ach, die H&R-Federn haben übrigens 40 bis 45 mm Tieferlegung. Ein Fahrwerk wollte ich nicht, weil das bringt auch nicht sehr, also das macht auch nicht tiefer. Deshalb nur die Federn habe ich ein bisschen Geld gespart. Jetzt seht ihr von vorn, das Auto sieht schon mal extrem aggressiv aus. Und zwar habe ich die Scheinwerfer jetzt endlich mal verändert. Das habt ihr in dem letzten Video ja noch nicht gesehen. Das andere habt ihr alles schon gesehen gehabt, die Scheinwerfer aber noch nicht. Die kamen erst vor kurzem. Die habe ich komplett selbst eingebaut, also keine Einbaukosten. Die Scheinwerfer haben 500 Euro gekostet, beide.
und wie gesagt selbst eingebaut. Dann habe ich den Kühlergrill verändert auf AMG-Optik. Ich hatte vorher diesen zweilamelligen silbernen. Dieser hat auch ungefähr 170, 180 Euro gekostet. Hier seht ihr noch die H&R-Aufkleber von den Tieferlegungsfedern. Ich habe den untere Frontschussstange schwarz mit der Sprühfolie foliert. Das war nochmal wieder für 15 Euro Dose. So, hier vorne den JP Performance Aufkleber kennt ihr ja noch. Ich bin großer Fan, deshalb durfte das nicht fehlen. Ihr seht hier das Kennzeichen auch wieder mit dem Klett befestigt. So, ja, gestern habe ich dann noch neue Bremsen gekriegt, weil ich die in einer Saison komplett platt gefahren habe, genau wie die Reifen. Also ich habe die Reifen sind von Ende 2016 komplett platt gefahren in einer Saison, die Bremsen komplett platt gefahren. Das war nochmal 800 Euro die Bremsen. Aber das ist ja normale Verschleißteil, das hat ja jeder, das hat ja nichts mit Tuning zu tun, liebe Freunde. So, dann machen wir mal die Tür auf. Dann kannst du hier, bitte. Hier habe ich mein RaceChip XLR verbaut, meine Pedalbox. Die hat noch einmal 229 Euro gekostet. Und dann gehen wir zur Motorhaube. Also im Innenraum habe ich dann nicht weiter etwas verändert, wirklich nur die Pedalbox. Dann haben wir hier vorne unter der Haube, natürlich musste sich auch was tun, haben wir hier den RaceChip Pro 2 verbaut, der jetzt nicht mehr die 230 PS liefert. Ich habe den noch ein bisschen hochgedreht, ihr könnt ihn ja selbst ein wenig hochdrehen. Der müsste laut Berechnungen pro Stufe 1,5% ungefähr 245 PS jetzt bringen. Hier habe ich dann noch einen K&N Luftfilter verbaut. Den Aufkleber von K&N habe ich leider noch nicht angebracht, nur den Warnaufkleber, weil ich in ein paar Tagen auch meinen Service A habe. Und das war es hier unter der Haube. Ich glaube, jetzt habe ich alles erwähnt. Ja. Genau, ich glaube, das war alles. Was will ich noch verändern, kann ich ja noch kurz sagen. Achso, der RaceChip. Genau, der RaceChip hat 269 Euro gekostet. Und der K&N Luftfilter hat nochmal 70 Euro oder 60, 70 Euro gekostet. Auch alles selbst verbaut, also keine Kosten. Genau. Was will ich verändern? Also nächste Saison kommen 19 Zöller drauf. Muss ich noch schauen welche, entweder BBS oder AEZ habe ich ganz schöne gesehen. Der Heckdiffuser soll Vollcarbon werden, echt Carbon, mit großen Finnen. Was will ich noch verändern? Nö, das war erstmal alles so geplant, die zwei Sachen noch und halt Heckscheibe mal tönen, weil da kam ich jetzt noch nicht zu. Ich fahre schon ein halbes Jahr mit der halb getönten Heckscheibe rum, liebe Freunde. Ja, das war mein großes Tuning-Update, groß in Anführungsstrichen, für manchen ist das vielleicht Spielzeug, Babykram, keine Ahnung, aber mir gefällt es. Ich finde, ich kann euch ja, falls ich noch irgendwo habe, ein paar Bilder einblenden, wie das Auto aussah, wo ich es abgeholt habe. Von allen Seiten oder im Video blende ich das dann ein. Also wenn wir am Heck stehen, ein originales Heckfoto, wie er aussah, an der Seite, ein Seitenfoto, wie er aussah, von vorne ein Frontbild, wie er aussah, liebe Freunde. Weil ich finde, das ist extrem der Unterschied, was man aus so einem hässlichen Endline, sage ich mal, alles rausholen kann mit so ein paar Sachen. Ja. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wenn nicht, schreibe ich noch irgendwo was rein. Ihr wisst es, meine Schneidekünste sind exorbitant scheiße. Wir gehen noch einmal um das Auto. Ich filme eine Runde ums Auto. Ihr könnt noch ein paar Eindrücke gewinnen und dann sage ich ciao. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da. Und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr noch wieder zu einem Tuning-Update, zu Auto-Videos. Ich hoffe, ihr verfolgt meinen Kanal weiterhin. Dann tschüss, bis zum nächsten Mal, Freunde. They made up Ice Cube, aka the West Coast Warlord, the Grand Wizard, what they made up, the Don Mega. I represent. I hear him talking. Every day. Yo, Leute.
Leute und willkommen zu diesem Video. Hier trage ich den Missgeburten, ich schreie hier richtig rum. Ja! Jo Leute, ihr geilen Dreckzeuge, heute geht's ums Saisonende von meinem Kfz.